Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute dem Unboxing von Capital Bras neuem Album CB6. Bra Musik präsentiert, Alter, ich kack mich ein. So, da bin ich aber wirklich mal gespannt. Hier ist eine Bauchtasche drin, sonst keine Ahnung. Was sage ich zu Musik? Zur Musik sage ich in diesem Fall leider nicht so viel Positives, weil, naja, ich gehe nochmal dann die Trackliste durch und sage einfach mal, was persönlich mir bisher gefällt und was nicht. Also ich denke, die meisten Leute sagen, der alte Kapi war besser. Und nach dem Song Berlin lebt und Rolli Glitzer Glitzer kam eigentlich auch kaum mehr sowas so Brutales, Hartes. Leider immer nur dieser Autotune-Kack, aber naja, ich habe Hoffnung, dass da mal wieder was anderes kommt irgendwann. Ich hoffe, dieses Album war nur ein Ausrutscher in die Pop-Szene. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das Ding kostet. Ist mir auch scheißegal. Das ist Capital Bra und das alles andere ist scheißegal. Versteht ihr das? Ja, in was gibt's die Boxen noch bei Amazon? Da kosten, also bei Saturn haben die gerade noch 49,99 gekostet. Das ist eigentlich ziemlich teuer. Ich bin ja gespannt, wie viel die jetzt, wenn es die überhaupt auf Amazon gibt, noch kosten. Puffy, naja. Ich glaube, Vorbesteller war 44,99, wenn ich nicht irre. Aber ja, macht mal ein bisschen Welle in den Kommentaren, Daumen nach oben und so weiter, ihr Ratten. Das muss mal wieder in die Trends kommen, der Scheiß hier. Los jetzt hier. Nee, nie warten jetzt. In Kommentar abgeben und den Daumen nach oben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist wichtig. So. Ja, hier haben wir jedenfalls die Box, die überraschenderweise wirklich eine sehr einfache und primitive Pappbox ist. Also die ist in einem Format, was eigentlich sehr unüblich ist. Grüße gehen raus an Universal. Ja, da hätte ich jetzt schon mehr erwartet, gerade für diesen hohen Preis. Dann haben wir hier das Album. Samra Travolta EP, okay. Capital Bra, CB6 T-Shirt. Die Bauchtasche und Sticker, okay. T-Shirt und Bauchtasche, da habe ich jeweils hohe Erwartungen dran, weil wir bezahlen auch eine Menge Geld. Bin ja mal gespannt. So, ich schütte jetzt einfach mal die Sachen hier aus. Oh ja, erster Eindruck, Bauchtasche von außen. Geiler als gedacht. Oh ja. T-Shirt, okay. Sieht nach Standard aus. Gucken wir mal. So, hier haben wir Capital Bra & Friends Gucci Land Open Air. Tanzbrunnen Köln. Und etwas Werbung für seinen Shop. Okay. Dann haben wir hier Sticker. 3 Stück. Ja, legitim auf jeden Fall. Dann die Samra Travolta EP. Wie sieht's aus? Okay, Bra Musik. Herrlich. Ist das jetzt wirklich Bra Musik? Nee, ich kack mir ein. Geil. Einfach nur geil irgendwie. Ja. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Was wir hier da drauf haben, das sind gar keine Tracks. Gut, okay. Dann haben wir das Album in einem Super Jewel Case, habe ich lange nicht gesehen, das freut mich natürlich. Also das ist für die, die es nicht wissen, die Art des Cases. Also das hat so runde Ecken und geht auf eine coole Art und Weise auf, hier, indem man hier drückt. So, okay, so sieht's aus. CB6. Steht, glaube ich, für Capital Bra 6, also weil es sein 6. Album ist, wenn ich jetzt nicht irre. Schon 6 Alben, Alter. Krass. Wenn ich falsch liege, dann belehrt mich bitte eines Besseren. Wir haben 18 Songs hier drauf. Also ist natürlich eine Menge. Rolex, Summer Jam, Casey Rebel, dann Nemo ist dabei, Samra ist dabei, Samra, Nash. Okay. Boah, sind schon durchaus auch stabile Features. Okay, man muss vielleicht nochmal reinhören, vielleicht ist da der ein oder andere Song noch da, der naja, mich auf die Seite dieses Albums holt, beziehungsweise naja, den momentanen Capital Bra mir etwas, Junge, Sixpack ist da irgendwie, ja, ist schon ein hübscher Junge. Ich würde mich jetzt schon auf jeden Fall von ihm ficken lassen, so ist es nicht, also no homo, aber ja, okay, gut, ich verstehe schon. Bin wirklich ich. So. Gut, das Album wurde ja vor 2 Wochen schon geleakt irgendwie. Ja, also ich habe mir von dem geleakten Zeug nichts angehört. Ich will immer ein Album reinschmeißen und dann das auch hören. Komplett, um mir ein Bild davon zu machen. Okay.
Ganz nett auf jeden Fall. Ist alles schwarz-weiß gehalten. Okay, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht in diesem Fall. So, dann Instrumentals haben wir übrigens nicht. Das finde ich etwas schade. T-Shirt und Bauchtasche. Ich bewerte die Sachen erstmal jetzt hier vor der Kamera und dann ziehe ich beides an. Können wir uns das direkt mal an mir anschauen. So, haben wir erstmal das T-Shirt. Das ist vom Stoff und von der Machart her, Junge, hier ist es etwas verschmutzt. Seht ihr das? Das kommt auf jeden Fall nicht von mir. Junge, der Staub? Was zum Fick? Also, übrigens entschuldigt den anderen Tisch. Ich habe gerade hier ein paar Probleme und räume alles um. Capital Bra Berlin ist das in kyrillischer Schrift. Grüße an alle, die Russisch gelernt haben in der Schule. Ja, hier im Osten ist das noch so. Dann CB6 mit diesem Rot, okay. Schlicht und einfach, gefällt mir grundsätzlich. Das ist ein Gilden Soft Style Ringspan, Größe L, made in Bangladesch. Todesstandard, der Stoff, ja, okay. Ja, geht. Könnte schlimmer sein. Kann man anziehen, aber ist halt nichts Besonderes und nicht mal ansatzweise Merch-Qualität. Ist halt so ein normales, billiges T-Shirt. Okay. Und hier haben wir die Bauchtasche, die ich jetzt ehrlich gesagt etwas wichtiger finde. Obwohl das T-Shirt geht aber. Ist zwar billiger Standardkram, aber geht. Vom Design und so ist es cool. Aber die Tasche ist auf jeden Fall fett. Oh ja, die ist richtig. Die ist stabil. Hier steht sogar auf dem Gurt Kapital. Das finde ich auch krass. Eine massive Gürtelschnalle aus Metall hier. Ist zwar jetzt also keine überkrasse Qualität, aber an sich schon cool. Auf jeden Fall. Metallteil alles. Dann steht hier auch nochmal Capital Bra. Heftig. Sehr cool auf jeden Fall. Immer so ein zum Aufhängen so ein Teil. Dann Capital Bra, Berlin, Germania, Capital Bra, so ein Logo. Das ist natürlich eine Hommage an Eastpak ist. Und die ist schon cool, die Tasche. Also das mal ganz ehrlich. Capital Bra, Berlin. CB6 steht hier auf den Reißverschlüssen. Und nochmal Capital Bra, so aufgenäht, so ein Silikonteil. Mir gefallen die schwarz-weiß-roten Töne. Bitte. Und, ja, das ist hier oben sozusagen die große Tasche. Steht hier drin. Schon mal gespannt. Steht direkt Capital Bra, Black, Major Moves GmbH, designed in Berlin, made in Turkey. Okay. Das ist er hier. Da ist so ein inneres Fach dann sozusagen. Warte, hier. Zum Reißverschluss. Großes Fach, ist wirklich ziemlich voluminös. Und dann haben wir noch ein vorderes. Ja, Qualität ist wirklich nicht schlecht. Kann man wirklich machen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet. Und bin auch eigentlich nicht so enttäuscht. Okay, hier sieht's aus wie Sau, Alter. Das ist unendlich ekelhaft. Diese Bude. So. Aber ist mir auch scheißegal. So. Gucken wir mal, das Audio wird jetzt schlechter sein, weil ich ein Richtmikrofon habe. Okay. Ich wohne wirklich in einem Loch. Das ist krank. So, erstmal raus aus dem Shirt hier. Rein in das. Bin ich auch so in Form wie Kapital, Alter. Ist schon. Junge, dieses Booklet, das macht mich einfach nur geil. So, okay. Hier haben wir das T-Shirt. So sieht's aus. Ja, kann man tragen. Ich bin ziemlich groß eigentlich vergleichsweise so. Also für jemanden, der jetzt so 16 Jahre alt ist und naja, so 65 Kilo wiegt, ist das dann natürlich 5 Nummern zu groß. Da kann man schon ein bisschen Masse haben, sag ich mal so. Aber vom Design her finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, die Tasche. Mach's mal auf hier. So. Alter, Junge, was zum. Ja, muss erstmal enger machen. Wenn man es hinbekommt. Oh. Ich bin doch bescheuert. Wie geht denn das kleiner? Hä? Macht man die Tasche heutzutage gar nicht mehr um den Bauch oder was? Macht man die jetzt nur um den Hals? Alter. So oder was? Oh.
Also mal ganz ehrlich, wir haben unsere Bauchtaschen damals noch im Bauch getragen, so. Aber heutzutage sind die eher so gemacht. Oh. Geht, also. Könnte schlimmer sein mit dem Gurt so. Ein bisschen. Diese, schon ein bisschen größer auch. Ja. Okay. Gut, das soll reichen. Ach, heilige Scheiße. So, jetzt fassen wir mal das Ganze zusammen hier. Also, wir haben eine Box, die jetzt nichts Besonderes ist. Ist halt eine Pappbox. Ziemlich coole Tasche, wenn man so das Design und die Art und Weise, wie man sie trägt, mag. Qualität ist auch nicht schlecht. T-Shirt geht. Habe schon auf jeden Fall viel Schlimmeres gesehen. Kann man auch tragen, wenn man jetzt nicht zu klein oder mager ist. Album hat eine Menge Musik drauf, ob dir eben gefällt, ist Geschmackssache. Travolta EP von Samra ist nice und die Sticker. Ja, finde die Box alles in allem trotzdem etwas teuer, aber ist jetzt Geschmackssache. Wie gefällt euch die Box? Würdet ihr euch sie kaufen? Habt ihr sie? Seid ihr zufrieden? Dies, das? Sagt es mir in den Kommentaren. Wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Kapitalberg.